drauf, oder? Ja, klar. Mal einen geschenkten Stern. Geschenkten Stern, schaut mir nicht ins Maul. Davon, voll. Von Scheibenkleister. Okay. Ich hab mal. Irgendwie holen wir heute mehr Sterne als das letzte Mal, ne? Das jetzt schon in der ja. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber es wird aber, oh mein Gott, mein Arsch wird. Aber es, sorry. Aber es wird doch mal langsam Zeit, dass wir das Spiel endlich oder zu Ende kriegen, verstehst du? Boah, das wird noch dauern, glaube ich. Ja, aber wenn wir so loslegen, oder? Guck mal, jetzt haben wir schon 3-4 Sterne gesammelt innerhalb von 10 Minuten, oder? Ich meine, das muss doch mal ganz klar so sehen, oder? Ja. Das macht schon Sinn. Richtig still. Schauen wir mal. Mann, Sebastian, was hältst du eigentlich davon, dass wir die Tour gewonnen haben? Das ist sehr schön. Ja, da sollten wir die Welt mal benachrichtigen. Warum haben wir kein Foto gemacht, Mann? Ich weiß es nicht. Wir sind so dämliche Boys. Weil es schon mitten in der Nacht war. War schon halb am Pennen. Und du hast die Sonnenbrille getragen. Sonnenbrille auch in der Nacht. Da ist eine Gießkanne. Hier ist bestimmt irgendwo die letzte. Ja, sicher in den Müll. Das geht doch gar nicht anders. Geht auch in die Wiese. Meinst du? Ja, ich denk schon, Bruder. Geh in die Wiese da oben, Bruder. Auf geht's. Die ist doch bestimmt hier, oder? Ja, Alter, irgendwie nicht. Na, hey, piss dich. Hallo, kann das. Es wäre lustig, wenn sie jetzt da rausgejumpt wäre. Willst du mal da rein? Da drin? Ja, ich schätze mal. Das ist unglaublich. Ich glaube, wir holen echt alle. Gins da auf the garden. It's a garden. The Thomas Garden. Thomas Gordon. Mann, du weißt dann, weißt du, was du von Auburn damals hattest? Ja. Von Gordon Thomas. Thomas Gordon Thomas. Likes Gordon Thomas. Das war wirklich. Ich glaube, ich werde bald unter die DJs gehen. Ja? Mit Mundmusik. Mundmusik. Ich werde mich als eigene Band Mundmusik nennen. Gänglichster Gangster. Nein, einfach nur machen. Ja, ja, das ist ja was viel cooler. Vor allem, das ist ja menschlich. Ja, das stimmt. Ach, hier ist die! Oh Gott, bin ich blind. Gott, du. Bin ich die ganze Zeit vorbeigerannt. 2, 3. Mann, das ist ein, ich freue mich so. Auf? Auf den 10.7. Okay. Da ist die Beerdigung von Haftbefehl. Wow! Oh, das ist aber traurig. Heul. Ne, wann ist er denn gestorben? 1999. Ne. Woran? Achso, woran? Ja. Ja, also wie ist denn hier das aus Lagerschlicker? Nein. Ich werde nicht diese Worte unterstützen. Okay. Ich werde aber auch nicht unterstützen, dass sie sagen, das heißt asozialer Kanake. Weil das kann man eigentlich unterstützen, weil. Er hat ja das Label erfunden. Also eigentlich. Ja. Kannst du jetzt schon mal ein bisschen was überlegen für den 50. Stern? Da wollen wir natürlich eine großartige Choreografie hören. Eine Choreografie? So. Ach, keine Ahnung. Hören, eine Choreografie hören. Ich auch noch nicht in meiner Lebenszeit. Oh gut. Ich würde einfach einen Shepard. So. Das ist auch gut, oder? Na gut, wir haben ja das hier. Ja, den das guten alten Freddy. Ich glaube, zwar in jeder Aufnahme dabei. Ich bin mir jetzt ganz sicher, aber ich glaube, ja, ihr müsst, oder? Misc-Settings. Misc-Settings? Hm. So, wo war die rote? Hier war doch irgendwo noch. Ja, irgendwo in dem gelben Sand. Da ist sie doch. Super. Okay. Mann, das hast du wirklich klasse gemacht. Hallo, Sebastian, denk dran, auf dieser einen Blume war auch eine rote. Ja, ne? No, no, dang. La de, 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 de. Bei drüben noch eine? No. Arroyo. In Chausti. Bernhard. Jetzt komme ich durcheinander. Ein wenig, ja. Ha? Ein wenig scheinbar. Da rechts, guck mal, da rechts. Und die Blumenwiese gucken, unfair. Richtig stolz, du hast dann richtig cool. Das fand ich jetzt irgendwie unpassend. Junge. Hier oben war ja der Stern drauf, ne? Ja, aber da war auch einer mit einer Blume irgendwo. Ja, woanders. Sebastian ist so cool gegen die Unsterblichen. Willst du sie etwa töten? Ja. Okay. Sehr, sehr gern. Bei mir geht gerade die Müdigkeit los. Finde ihn nicht so gut. Merkst du was? Ja, merkst du es? Ein Pisto. Das finde ich nicht gut. Aber gut, wir waren auch lang wach genug. Das stimmt, ja. Die Tour hat ihre Opfer ja, gefordert. Ja, aber mein Gott, ich meine. Ich meine, natürlich, das ist ja eine wunderbare Sache, die Tour. Mann, was denn? Wir haben bald den 50. Das ist doch toll.
das ist voll krank. Dieses Geräusch kann man so laut machen, dass es einem selbst im Ohr wehtut. Das ist wirklich. Das ist schön. Ja, vor allem live. Weißt du, was toll ist? Hm? Wenn man müde ist, spürt man nichts. Ja. Außer Kälte. Die spürt man dafür manchmal, wenn sie gleich da ist. Ja, ist wirklich so. Aber den Rest spürt man nicht. Man fühlt sich taub. Finde ich. Also wenn man so richtig. Bisschen, ja. Wenn man so richtig am Arsch ist. Das stimmt, ja. Wenn das Asshole aus einem rausblüht. Bäh. Oh nee, nicht mal. Okay, dann war glaube ich hier noch. Nee, dann auf der anderen Seite. Von dem Fluss. Dann brauchen wir noch zwei, ne? Mann, bei Dark Souls hätte ich jetzt schon wieder versucht, irgendwie die Gitter aufzumachen. War nicht auf dem Dach eine? Mit doch, der Blume? Das kann sein, ja. Mit der Gießkanne? Das kann gut sein. Aber haben wir die schon geholt? Nee. Doch klar. Eben. Da waren wir schon mal drauf. Ich heule gleich. Echt jetzt? War hier vielleicht noch eine drin? Das wäre so ein typischer Ort. Für so ein Kackding. Nein. Ich würde jetzt gerne heulen. Hallo, mein Name ist Pascal. Ich bin ein Lappen. Okay. Mit mir kann man sehr gut sauber machen. Besser als mit dem Nimbus 2000. Ja? Ja. Das ist aber traurig. Ja? Wieso? Irgendwie schon. Ich mag das, wenn du mit mir sauber machst, oder? Sauber! Penis! Na, warum werde ich denn jetzt müde? Warum denn um 19.01 Uhr? Ich weiß nicht. Warum nicht um 19.01 Uhr? Das ist eine magische Zeit. Ja, eigentlich ist bei mir die magische Zeit morgens um 10, wenn ich 3 Stunden gearbeitet habe. Dann kommt um 10 Uhr immer dieser Todespunkt, ohne Scheiß, wo einfach nichts mehr geht. Dann kommt der Mann mit dem Hammer vorbei. Ja, so ungefähr. Aber mit dem Eisenhammer. Oder? Wow. Ohne Witz. Mhm. Genau, aber wirklich momentan ist es wirklich immer Punkt um 10. Da komme ich dann auch gerade schön aus Niederdorffelden, weißt du, fahre da so schön die Kuppe hoch. Und dann denke ich mir, oh, da, jetzt da rechts ranfahren und schlafen. Das wär's. Denkst du das immer? Ja. Ich bin mitten im Feld, weil es so schön ist fast. Ah. Ja, und dann, ja, dann war's das eigentlich schon. Okay. Das denke ich mir dann. Aber ich kann ja nicht schlafen, weil ich muss ja arbeiten. Ja, das ergibt Sinn. Ach, ja, was denn? Der Mann. Ich weiß nicht, ob das direkt oder indirekt Adolf Hitler war. Der behauptet hat, dass Arbeit frei macht. Ja. Dem gehört eigentlich stundenlang auf die Fresse gehauen. Das stimmt. Ich glaube, das hast du sogar auch mal behauptet. Eine Zeit lang. Ja, es ist ein umstrittener Satz. Ja gut, seitdem die Nazis verendet haben sowieso. Ja, aber naja, aber jetzt lass mal einen Nazi raus. Jetzt nehmen wir mal Nelson Mandela, hätte es gesagt. Wow. Meine Arbeit. Guck mal, wenn du keine Arbeit hast, ne? Ja. Dann bist du in dieser Hinsicht nicht frei. Also frei ist ja ein Wort, das kannst du ja für alles verwenden. Also du kannst ja auch frei sein, etwas zu kaufen. Das heißt, wenn du gearbeitet hast und dann Geld hast, dann steht es dir frei, dir das zu kaufen. Wenn du kein Geld hast, dann kannst du was ist also entweder klauen oder kannst du es halt nicht kaufen. Ja. Aber dadurch, dass durch die Arbeit wird dir halt auch Freiheit weggenommen. Das stimmt. Das heißt, an sich macht Arbeit frei, aber auch irgendwie nicht frei. Das ist eigentlich voll der komplizierte Satz, Sebastian. Also wenn du möchtest, kann ich jetzt eine Dokumentation drüber schreiben und es später an N24 schicken. Das wäre eine super Idee eigentlich. Ja, okay, ganz ehrlich. Aber wenn du das machen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Ja? 6 Stück. Wie ein Kabel. Ungefähr so. Naja, aber jetzt mal ohne Witz. Immer mit dem Thema, so, weißt du, was voll cool ist, Sebastian? Hm? Ich hab doch jetzt Sky. Ja. Ich meine, ich find's scheiße, dass ich Sky unterstützen muss. Das stimmt. Aber ich hab National Geographic. Und National Geographic Wild. Und Discovery Channel. Mann, da wird man voll schlau. Ja? Ja. Versteckst du aber gut. Hä? Wow, versteckst du aber gut. Und dann nur, wow! Oder, ich würde jetzt gerne was sagen. Ja. Mein Schwanz ist so klein, er reicht nicht bis rein. Echt? Ich versuche deine Frau zu vergewaltigen. Frag die mal, doch sie schläft ein. Das ist aber traurig. Mr. Lavalava, Mann. Was sind denn jetzt denn 2 Münzen, hör mal? Ich hab ne Münze gesehen, dabei hatte ich ein Stehen. Flieg mal zur Gießkanne, Alter. Okay. Was soll das? Wie? Habt ihr was auf Flieg zur Gießkanne, Alter? Wie mal so. Hä? Ja, mach ich doch. Nee, hätte sie auch schießen können.